Sommer, du stehst auf dem Block, da kann er nicht kritzeln. Sollen wir einen Film gucken und uns ein bisschen entspannen? Mein Gott, der ist richtig aggressiv, der Boy. Oh mein Gott, da! Wo ist denn eigentlich das Feuerzeug, was da drin war? Das habe ich irgendwo fallen gelassen. Gottlos, ey. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit diesen Kackräucherstäbchen? Wo bist du? Wo bist du, Sebi? Unten ich oben? Hier. Ja, hier ist gut, Sebi. Da, please, please, stand hin, stand hin! Was geht, meine Bunny People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube! Heute gibt's ein fettes Horror-Game mit Sebi wieder. Digga, ich hab mir fast in die Hose gekackt. Viele Jumpscares und mächtig viel Spaß. Ich hoffe... Was wir hoffen, Alter. Bist du dumm? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. The lights are going out. So, ja, dann, du weißt eh noch ungefähr, wie das funktioniert, oder? Ich glaube, ja, einer von uns nimmt mal eine Taschenlampe, oder? Eine Laschendampe. Ja, du hast natürlich wieder die große. Ja, immer logisch, bei mir ist alles groß. Gottloser Goblin. Okay, Sebi, ich nehm EMF und Thermometer, okay? Dann nehme ich UV-Taschenlampe. Laschendampe. Und was nehme ich noch? Also den Rundfunkempfänger, oder? Ja, genau, nimm den. Digga, Domme, diese Stimme. Let's go, meine Party People, links und rechts raus. Tickets an der Kasse lösen. Wie starten? So. Was muss ich mir angucken im Haus, Domme, wegen. Sieht ja. Die Tür gerade. Was? Ja, welche Frage? Was hast du für eine Frage, Sebi? Reagiert der immer auf uns beide, oder? Ja, das ist nicht wie bei der. Das ist einfach ein Geist. Da steht Merry Christmas. Ja, Merry Chrysler. So, lass mal überall. Merry Christmas. Stark. Die Lichter ein. Digga, die ganzen Lampen nach unten gehen nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal die Main-Stromquelle oder so finden, oder? Nee. UV. Nur manche Lampen sind kaputt. Was muss ich mit UV gucken? Ja, Fußspuren und so. Fußspuren, also am Boden gucken und auf Türen, oder? Ja, genau. Ich bin oben, ne? Warte mal, Sebi, komm mal zu mir, komm mal. Sebi, warte, komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Wenn ich weiß, wo du bist. Unten? Komm runter. Ich hab da gerade durch die Wand was Leuchten sehen bei dir. Leucht mal da am Boden mit der Laschendampe. Leucht mal da gerade am Boden und leucht mal dahin. Da was! Fußabdruck. Ja, ich bin doch nicht so ein Idiot! Ja. Ah, der zieht mich! Sebi! Warte, ich komm, ich hol dich! Komme! Komme! Sebi! Ich werde unangenehm berührt! Wo bist du? Ich bin im Kinderbett. Alter. Hallo? Nee, bin ich nicht. Domme, ich hab Angst. Ich geh raus, ich hab keinen Bock mehr hier drinnen, ey. Ja, lass mal runter, bevor der Geist. Der ist irgendwo da, er bewegt sich. Nee, die UV kannst du eigentlich weglegen. Warum gehst du so komisch? So, was müssen wir jetzt machen? Oh, sie haben aber einen schönen Mund. Ach, komm mal her. Doch, Alter, der Futterlucke. Muss ich bei dem Walkie-Talkie was anmachen oder einfach. Nee. Das war ja das mit dem. Was dem mit diesen Wahlgeräuschen und so. Wenn Wahlgeräusche kommen? Mit dem Weinen und so. Oh, Sebi, ich hab mich gerade vor dir erschrocken. Holy shit. Nein, ich bin ganz tief entspannt. Schleicht sich da an zu mir. Boah, ich hab gerade fast einen Herzkasper. Warum geht. Sebi, geht meiner auch so komisch wie du? Let's go, wir gucken mal. Oh, das Wasser ist an. Was heißt, wenn das Wasser an ist, Domme? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, die ist ober uns. Okay, wir gucken mal. Warum die? Warum weiblich? Ja, keine Ahnung, ich sag mal. Ah, Domme. Ja, ich hab. Da ist alles kaputt. Es geht kein Licht. Sprachen lernen. Es wurde was kaputt gemacht, Domme. Ich hab Angst. Jetzt bleib mal ganz ruhig, Domme, okay? Wir schreien hier nicht rum! Okay, warte mal. Wir haben jetzt. Hier ist Wasser angegangen. Wo? Keine Wo Ahnung. Wo ist das Wasser an? Man sieht, ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal rausfinden, was für ein EMF. Ghostwatchers, ja. Oh, ich habe EMF 3. Wo? Oh, was passiert denn da? Herunten ganz bei mir. Gut, Domme. Ah, er hat mir, er zerrt mich weg. Wo? Warte, ich weiß nicht, wo er mich hinzerrt. Hoch, er zerrt mich hoch. Da ist Sebi bei mir vorbei. Sebi! Okay, ich komme, Domme. Alles gut? Ich habe Angst. Raus da. Jetzt tragen wir mal ein. EMF. Komm mal her, Domme. Was? Guck mal da hoch. Der ist ja gelandet. Das ist der Schlitten vom Nikolaus, Alter. Also du mal bei elektromagnetisches Feld, also EMF auf 3, weil höher war nicht. Und Partikelzähler 500 bis 1000. Okay, perfekt. Das ist der Poltergeist. Jetzt muss ich noch Thermometer schauen. Oder der schwarze Tod. Was ist der schwarze Tod? Ich hab bei mir, ist das Kind ist auch noch. Und das Kind, ja genau. Haha, cool. Ja. Also EMF lasse ich mal da, das brauchen wir mal nicht. Das schmeiße ich einfach mal weg. Wir müssen ein Foto vom Geist machen, weil ich kann das Teil auch weghauen jetzt. Ich nehme mal das Ujucha-Brett. Uja? Ucha und Temperatur gehe ich jetzt messen. Ja, ich mache ein Foto vom Geist. Wenn du das hinkriegst, Sebi. Mach ich Foto, tusch Facebook. Geist, wenn du hier bist, mach ein Piep. Bleib mal ganz cool nochmal. Ich höre hier irgendwas im Radio. Oh. Er ist irgendwo da. Sebi, er ist gerade die Treppe hoch oder runter. I don't know. Wo, bist du im Haus, Sebi? Ja, ich bin oben. Ich höre hier was. Ich habe gerade Fotos gemacht. Von was denn?
Von Gang. Von Gang? Ja, um sicher zu gehen. Okay, ich habe nicht weniger wie 14 Grad. Bei mir ist nichts Radioaktives, Domme. Was Radioaktives? Wo bist denn du überhaupt? Oh, oh, ich höre ich hör schreien. Ich höre heulen. Ja. Ich höre so einen Wal. Ich höre heulen. Ja, ich auch. 9 Grad. Ich höre heulen. Aber durch das Ding aber höre ich's. Ja, ich habe es auch gehört. Ja, ich habe es auch gehört. Okay, das heißt, wir machen was? Unterbrett, Rundfunkempfänger, weinen, oder? Ja. Jetzt müssen wir noch die Voodoo-Puppe droppen, oder? Und ein Notizblock. Was ist los, Domme? Ah, er hat mich gehaut! Er hat mich geschlagen! Oh, was ist das? Was ist das? Mich auch, aber ich bin draußen, Domme. Ich muss raus. Oh. Ich bin aber draußen. Domme, ich bin draußen und wurde gerade geschlagen. Das ist aggressiv. Ich habe keine Ahnung wegen der Temperatur. I don't know, Sebi. Was macht das Brett? Ist das schon vorbei beim Brett? Okay, das Brett... Nein, ich weiß nicht. Ich mach mal die Voodoo-Puppe, droppe ich auch rein, oder? Ja, Brett geht langsam von links nach rechts, das Brett. Wo droppen wir die Voodoo-Puppe hin? Ja, drop sie einfach da neben das Oja-Brett. Ich droppe das Oja hier. Da, die Puppe geht hoch. Hoch und runter. Die Puppe ging hoch. Hoch, runter. Okay, alles klar. Hoch, runter, Puppe. Mach ich Foto. Warum ist die Tür zu? Keine Ahnung, mach sie wieder auf. Okay, oh Gott, Oh mein Gott. Thermometer war ich gerade minus 5, plus 5. Das muss sitzen, weil dann ist das der Poltergeist, Domme. Ja. Oh, das passt alles zusammen irgendwie nicht. Er kritzelt ins... Sebi, er kritzelt ins Buch. Was kritzelt da rein? Was denn, an Menschen oder so? Schau mal nach. Irgendwie nichts Gutes. Ja. Ja, dann ist das Poltergeist. Das ist ein Poltergeist. Okay, dann lass mal Poltergeist. Senior und ruhig hast du, oder? Hab ich, ja. Ich geh zur Maschine, oder? Ja, geh zur Maschine. Rein da jetzt, Sebi, rein da. Daten hochladen. Rein in die Futterluke. Boah, der Poltergeist, Szene ruhig bestätigen, let's go, wir machen. Ja, war richtig, war richtig. War richtig? Ja. Okay, nice. Nice, 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 nice. Okay, wie schaut der Poltergeist aus, damit ich weiß, von was ich mich erschrecke? Ein Poltergeist sieht aus wie ein Geist, nur hat er den Vornamen Polter. Ach so. Ja, wow, das ist einfach nur so ein schwarzer Umhang. Okay, der ist nicht so schlimm. Was macht man gegen Poltergeist? Feuersalz. Anfassung des Abfassung des Gespensters. Ich fasse gerne Gespenster an. Ja, Warte mal, wenn's so ist. Erstmal Feuersalz auf den Bruder werfen. Du machst Feuersalz, während Feuersalz mache ich Foto vom Geist. Und dann haben wir eh schon... Und dann haben wir wieder... Warum humpelst du wie so ein... Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, wenn man sprintet. Ach so. Da ist die Türe zu. Lass mal da reinschauen. Oh, da ist er irgendwo. Da ist er! Wo ist er? Wo ist er? Hier. Da! Nee, ich war zu langsam. Ich hab die Kamera weggeworfen, ich Idiot. Ich wollte ein Foto machen. Wo ist die Kamera? Oh mein Gott, wie laut ist der? Der war laut. Domme, wo ist er jetzt? Oben, ich glaube, er ist raufgegangen. Hast du die Kamera wieder? Mann, Domme! Ja, was denn? Der hat mich fast getötet. Ja, ich hab keine Ahnung gehabt, wo er ist. Auf mir, in mir war er. Er ist jetzt nach oben gegangen. Er ist nach oben, ja, da müssen wir hochgehen, Domme. Oh, Sebi, er macht die Tür zu, er hat die Tür zugemacht. Er hat die Tür zugemacht. Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Ich gehe hier rein, Mann. Sebi, du musst mir leuchten. Du musst mir, ja, du musst mir leuchten. Du musst mir leuchten. Ich sehe nichts. Ich leuchte. Ich leuchte. Ich leuchte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Da, komm runter, Sebi. Komm runter. Alles vor mir. Hab ich geschafft. Ich kann kein Foto machen. Ich hab's geschafft, Sebi. Ich hab's geschafft. Ich bin tot. Ich hab's nicht geschafft! Hä, aber ich hab's doch auf ihn geworfen! Ich brauch dein Salz! Vorne, da vorne, vorne! Bitte stirb nicht! Sonst geh raus! Der holt mich jetzt, der Bruder! Sebi, lass mich mal wiederbeleben! Wie kann ich dich wiederbeleben? Ich muss mich selbst wiederbeleben, was dir diese weißen Kugeln fangen. Du musst die Kugeln sammeln, ne? Ja. Wo? Er greift mich jetzt an, der Bruder. Sebi, geh einfach raus. Warte kurz. Mann, ich erwisch die Kugel nicht! Bitte, sonst geh raus! Da ist vor dir! Du hast ihn, yes! Stark, 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 geh raus! Er hat mich. Ich kann nichts machen mit dem Ding. Wie geht das Licht, Alter? Geh raus, Sebi! Du musst es nur pushen. Geh bitte aus dem Haus raus! Ich kann nicht mehr laufen. Er steht hier. Geh raus, Sebi! Ja, come on, ey. Das ist doch so ein Scheiß. Mann. Er hat mich nicht rausgelassen. Ich wusste nicht, wie das Licht funktioniert. Du hast gerade Ingame-Chat eingeschaltet, Sebi. Hast du gerade alle Knöpfe gedruckt? Okay, wir haben verloren. Mann, Sebi. Jo, Mai, hallo, grüß dich. Du bist ja auch wieder da. Wir sind im verlassenen Haus. Grüß dich, servus. Ich habe wieder die kleine Taschenlampe. Ich nehme hier das UV-Licht und ich nehme auch noch dazu einen Rundfunkempfänger. Wir machen das jetzt dann Schritt für Schritt, okay? Sonst wird das zu... Ich habe nichts verstanden, aber ich mache einfach. Ich laufe mit UV-Lampe. Das ist zu stressig. Hier ist schon wieder so ein böser Schneemann, Domme. Der macht mir Angst. Domme, das ist ultra, ultra verdächtig hier. Was denn? Couch, Fernseher und Taschentücher. Das? Hier wurde ein sehr...
ein sehr trauriger Film geguckt. Was ist das, Sebi? Warum hängt da ein Mann? Wo hängt ein Mann? Da. Wo hängt ein Mann? Da. Da an der Wand. Hä, wo hängt da ein Mann? Da unten an der Wand, ein schwarzes Strichmännchen. Was? Wo? Wo? Okay, Sebi. Passt, wir gehen weiter. Versuch sonst mal die Lichtschalter überall im Haus einzuschalten, wenn du wie an Six zu. Das Humpeln von dir macht mich nervös, Alter. Licht funktioniert nicht. Müssen wir erst den Strom anschalten? Nee, Licht funktioniert, ist doch eins. Ich sehe was. Ich höre was. Ich war gerade was. Es war ein Krisseln. Ich überprüfe mit UV-Licht. Der Fernseher ist an. Fernseher ist an. Wie hat er gerade den Fernseher angemacht, wenn er nicht die Fernbedienung in die Hand genommen hat? Das ist die Frage. Das ist brutal. Das sehe nur ich den Mann, den Strichmann. Wo ist hier ein Strichmann? Ja, den sehe nur ich im Stream. Den sehe nur ich. Keine Ahnung warum. Ja, aber dann bist du vom Geist bereits markiert. Der Geist ist Picasso. Oh, ich hab da was, Sebi. Ich hab Herzpumpen bei mir. Fernseher ist wieder ein. Wo bist du denn, Sebi? Oben, Domme. Hier guckt mich so ein böser Typ an. Der war sicher Politiker, ey. Oh, da ist was, Sebi. Oh, der hat's Bild verschoben gerade, der Bruder. Oh, ich würde das Bild nicht so lange anschauen, Sebi. Ich hab das Bild angeguckt und der hat's verschoben, der Bruder. Der will dich hops nehmen, ich sag's dir. Aber ich sehe hier nichts. Also wenn er hier war, müsste doch mit dem UV-Licht hier was sich... Oh mein Gott! Domme, ich will leben! Okay, Wo bist du? Ich bin hier reingezogen worden. Ey, hier ist nichts mit UV, Domme. Sibi, ich glaube, ich hab 4. 1, 2, 3, 4. Es war orange. Es gibt aber nur 3 und 5. Dann wird's wahrscheinlich 5 sein. Hier ist nichts. Ich gehe wieder raus jetzt. Ich hab Angst. Ghosty Mac Ghost. Sibi, was machst du? Okay, aber das EMF hattest du schon, oder? Genau. Ja, ich hab mal 5 eingetragen, weil es war auf jeden Fall höher wie 3. Auf jeden Fall. Ja, aber es war nicht 5. Ja, aber es gibt 3, nichts anderes. Aber nicht, ja genau, es war 4. Red. 4 ist aber nicht 5. Uja ist alles safe. Block passiert auch nichts. Domme, du stehst auf dem Block, da kann er nicht kritzeln. Oh mein Gott, das ist sicher der Gehängte. Das ist nämlich das Haus vom Gehängten. Deswegen ist wahrscheinlich da auch ein Mann, der hängt. Hundertprozentig. Dann ist es der Gehängte. Das ist das Easter Egg, Sebi. Mach mir keine Angst, Domme. Ja, ich habe Radio an und ich höre gerade, ob er weint oder brüllt oder grunzt. Mein Gott, Sebi, da geht's ja noch viel weiter. Wo geht's weiter? Komm mal zu mir da. Sebi, da, wo bist du denn? Ich bin irgendwo im Haus verloren gerade. Hey, das Haus ist riesig, Domme. Schau mal, da ist noch ein Raum. Da habe ich ganz viel Partikel in den Raum. Woher weiß 100, ich? 100 bis 500 Partikelzähler. Was war? Hast du das gerade gesehen? Nein. Da, Sebi, da. Geh mal da rein. Alle 5 sind an. Ja, dann war 5 richtig. Oh, er hat mich, Sebi, er hat mich. Wohin? Keine Ahnung. Wo? Nach oben. Nach oben. Oh, wo oben, Domme? Wo bist du? In irgendeinem Schlafzimmer. In welchem von den 15? Ich bin da. Ich bin da. Ah, lass raus da. Ja, raus, schnell raus. Ich hatte 5 beim EMF. Okay, das heißt, EMF ist schon mal richtig. Partikelzähler ist 100, 500. Notizblock, haben wir noch nicht geguckt. Warte, ich schau mal. Also ich sag, Fußspuren hinterlässt keine Spuren. Die Voodoo-Puppe hat sich gerade angehoben und ist wieder runtergefallen. Hundertprozentig? Hundertprozentig, vor meinen Augen. Dann glaube ich dir. Yusha-Brett macht nichts. Uja macht nichts und Notizblock. Der kritzelt was. Einfach nur gekritzelt. Okay, lass mal da raus. Und das Ding bewegt sich hin und her, das Uja-Brett. Okay, jetzt lass mal durchschauen von unten nach oben. Okay, es ist auf jeden Fall 5 beim Feldsensor. Es haben alle Lämpchen geleuchtet. Es waren auf jeden Fall Kritzeleien. Partikelzähler aber auf jeden Fall 100 bis 500. Uja-Brett passt auch. Ja, lass uns noch mal EMF schauen, oder? Oder was ist deine Expertenmeinung dazu? Ich gebe dir mal die UV. Da liegt das EMF übrigens. Was ich mich eher frage, wie schauen die Blutspuren aus? Naja, einfach Klecksi mit Klecks. Da, ich hab da was, Sebi. Siehst du das? Da, das ist Blut. Das ist Blut? Das sind Blutflecken. Red 3! Hast du Red 3 oder was? Ah, nee. Ah, wo bist du? Ich werde angegriffen. Domme, hilf mir jetzt. Wo bist du denn? Ja, wo bist du? Ich weiß nicht wo. Da, Sebi, da, hinter dir, da. Ja, ich komm. Raus. Okay. Okay, das heißt Blutflecken Red 3. Okay, das heißt... Marionette, Dunkelheit jetzt... oder Ghoul. Ach, Digga, ich habe ja gar keinen Bock auf das. Ach so. Das macht nicht den Geist. Ja, dann fehlt nur noch der Thermometer jetzt, ja. Willst du messen? Lieber messen. Warum schaust du so nach unten, Sebi? Kannst du dich nicht konzentrieren? Jetzt gerade habe ich 25 Grad. 25 degrees. Ja, aber jetzt ist er noch nicht hier, ne? Wo ist er, ist die Frage. Ja, oh, oben wird schon kälter, Sebi. Da, er ist da bei mir. Er war da irgendwo. Sebi, da passiert was. Oh, ich werde angegriffen. Okay, 19, 20. Weniger kriege ich nicht. Keine Ahnung, er flüstert mir ins Ohr. Ich bin ganz nervös. Ich muss raus. Ey, du humpelst wie so ein Humpelbärt, Heribert, Alter. Okay, ich habe... Warte mal, lass mich mal auf Thermometer schauen.
Ja, wow, das macht keinen Sinn, Sebi. Das passt nicht. Da war minus 3. Wo war denn minus 3, Chat? Minus 3? Sagen wir mal minus 5 bis plus 5 angeben. Ja, dann mach die Dunkelheit, Durchschnitt und ruhig. Mach du. Richtig, war richtig. Let's go, Alter. Okay, wir müssen die Dunkelheit holen. Alles klar. Wo bist du, Domme? Ich stehe da, Sebi. Heavy. Warte mal ganz kurz. Ich brenne dir die Nasenhaare ab. Nee, das mag ich nicht. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Silberne Bombe. Silberne Bombe. Okay. Ja. Und ich muss Kerzen anzünden im Haus. Was ist die silberne Bombe? Das ist eine gute Frage. Die ist silber und sieht aus wie eine Bombe. Okay, nice. Ja, aber du musst mir leuchten, Sebi. Kann ich nicht, weil ich muss die Kerzen anzünden drin. Das kannst du doch später auch machen. Eine Kerze haben wir schon. Ach, Sebi. Er hat was geworfen. Er wirft. Da ist er, gerade da gegangen. Da durch ist er gegangen, Sebi, da. Ist hier irgendwo eine Kerze hier drin, wenn wir hier schon drinnen sind? Soll ich sie mal schmeißen? Oh, ich habe sie kaputt gemacht, Sebi. Drei. Ich muss eine neue holen, wart kurz. Dein Ernst? Okay. Schein nicht so. Boah, der hängt da an der Wand, Alter. Wer hängt an der Wand? Der klettert da über die Wand und alles. Der klettert über die Wand. Ja, der macht Ding-Dong. Wo ist er denn jetzt, Sebi? Kannst du mir mal sagen, wie der ausschaut? Ja, so ein schwarzes Wesen einfach. Wie wenn er so einen schwarzen Suit anhat. Schön. Freut mich. Alle Lichter aufschalten. Er ist da, Sebi. Da. Oh mein Gott, der ist hässlich. Da. Er hückt da. Da. Ich hab ihn. Raus. Ja, und jetzt müssen wir Kerzen anzünden. Raus. Er ist aggressiv. Er hat mich. Sebi, raus. Ich geh raus. Ich bin draußen, Mann. Oh mein Gott, Sebi, weißt du, was das ist für ein Monster? Ja, kennst du die TikTok-Videos zu den Schlafparalysen? Ja. Das ist genau der. Ich hab Schlafparalyse schon mal gehabt, Mann. Nee, hör mir auf jetzt. Ist nicht lustig, ey. Wegen was kommt das? Wenn du auf dem Rücken liegst und auf dir drauf liegt nichts. Wenn du keine Decke oder so auf dir hast. Wenn du nichts Schweres auf dir hast, dann kann das passieren. Und dann kommt der? Dann kann sein. Ja, du liegst halt am Rücken dann und dann bist du so halb wach und halb im Schlaf. Und du träumst eben noch mit einer Gehirnhälfte und die andere träumt nicht und dann kommt der. War der wirklich so... Der krabbelt auf dir hoch, ja? Nee, hör mir auf jetzt. No joke, der krabbelt auf dir hoch. Und dein Hirn lähmt dich ja ein bisschen im Schlaf, damit du nicht rumzappelst wie ein Wahnsinniger. Ab heute gehe ich nur mehr mit dem Anker auf mir schlafen. Ja, genau. Nur noch mit dem Anker. Was machen wir eigentlich gerade? Reden wir über meine psychischen Probleme von damals oder reden wir? Ich habe Angst, dass meine Decke zu leicht ist. Mach's gut. Mach ein paar Gewichte rein. 5 Lichter einschalten, Sebi. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich eingeschaltet habe. 4 oder 5 sind schon. Das werden wir gleich merken. Was? Das Kreuz schützt übrigens. Ja, da musst du mich mit dem Kreuz. Was musst du mit dem Kreuz machen? Jetzt einfach in der Hand halten. Einfach nur in der Hand halten, ja. Okay, dann gehe ich rein und zünde Kerzen an. Oben. Jetzt warte mal, ich bin doch nicht bei dir. Du zündest jetzt keine Kerzen an, Sebi. Ja, sie hat alle ausgemacht, alle Kerzen. Ja! Deine Kerzenprobleme. Jetzt hat sich ausgekerzt. Ja, dann lass mal rein und mal die Lichter einschalten. Let's go. Was müssen wir, Lichter oder Kerzen anmachen? Lichter. Oh, der sperrt uns ein. Ich brauche jetzt dein Kreuz, Dom. Ich brauche dich jetzt. Drittes läuft. Die drittes ist an, Sebi. Er macht dir die Hälfte wieder aus, Sebi. Wer? Wir haben's. Domme, 5 Lichter einschalten. Wir haben 5 Lichter eingeschaltet. Ich bin raus wieder. Wo kommt? Zu mir, komm zu mir. Ich hab doch das Ding. Okay. Er kommt. Wo? Ah! Oh mein Gott, da! Platzier's! Platzier's einfach! Oh mein Gott! Sebi, der ist von der Decke runtergesprungen! Ja, sag mir das doch. Ich hab ihn jetzt hier. Ich nehm's wieder. Sollen wir einen Film gucken und uns ein bisschen entspannen? Mein Gott! Ja, wohin, Sebi? Ich weiß es nicht. Mann, ich hab Angst vor dem. Da, irgendwo da! Wo? Keine Ahnung. Da, er geht runter. Runter. Da, please, schnell. Stark. Raus. Wo raus? Keine Ahnung. Jetzt. Scheiße, er jagt mich doch mehr ab. Er steht vor mir. Ich komm nicht raus. Wie komm ich raus, Dom? Wo bist du? Da. Ich komm raus. Ausgang. Raus. Okay, wir müssen jetzt Licht ausmachen. Da, der läuft da drin rum. Komm her. Wo bist du? Er hat mich gehittet. Wo ist er? Ja, mich auch. Wo ist er? Keine Ahnung. Er ist hier gerade gelaufen. Du musst mir leuchten, Dom. Ich hab die Räucherstäbchen in der Hand. Da, er ist Klaus vor dir! Schmeiß! Okay, er hat dich getötet. Aber wie? Der ist richtig aggressiv, der Boy. Oh, ich weiß warum. Die Räucherstäbchen schützen und verärgern ihn.
Das heißt, das ist ganz schwer, glaube ich, den mit Räucherstäbchen abzuwerfen. So, wir warten jetzt mal auf Sebi, Chat. Sebi, der schmeißt die ganzen Sachen gerade raus. Gottlos, ey. Ich lebe ja gleich wieder, oder? Wenn ja, du Kugel lebst. Jetzt... Wenn du die Kugel holst, dann lebst du wieder. Ja, dann bin ich jetzt da oben. Jetzt lebe ich doch mal. Ich lebe. Hilf mir, ich bin oben. Ich sehe nichts. Wo ist denn eigentlich das Feuerzeug, was da drin war? Ist doch auch weg. Das habe ich irgendwo fallen gelassen. Warte mal, ich hol mal Feuerzeug. Ich glaube, die kannst nur du mir anzünden, oder? Alter, $50 für ein Feuerzeug? Haben die einen Dachschaden? Ey, was ist denn Inflation? Und... Okay, warte mal. Er hat die Türe zugemacht, ich komme nicht rein. Ich bin alleine! Domme! Ich bin doch da. Wie? Domme, du musst mir leuchten, ich habe meine Taschenlampe verloren, die ist da hinten. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit diesen Kack-Räucherstäbchen? Oh, er kommt, Domme. Kommt er runter? Ich weiß nicht, es hat nur vibriert. Mann, wenn er wieder von oben runterspringt, ich schwör's dir, ich hau ein Bildschirm. Der krabbelt. Also angeblich, so, wenn er dich angreift, musst du das nur in der Hand halten. Ich hab's in der Hand. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, er hat mich erschreckt und ich hab's in der Hand. Ja, und jetzt? Gar nichts. Da ist er. Jetzt aber. Ja, Mann. Ja. Wo bist du, Sebi? Unten oben? Ja, hier ist gut, Sebi. Wo ist hier? Scheiße, ich habe einen Pokéball daneben geworfen. Okay. Klau ihn auf. Wo ist der? Er ist oben. Er ist ganz aggressiv. Wo ist der Pokéball? Da rechts. Ich muss den Pokéball auf ihn. Da. Okay. Da, vor mir, hinter dir. Schmeiß. Ich hab gedroppt. Er hat mich. Ja, du hast ihn. Let's Wir haben ihn, go! Ey! So! Wir haben ihn gefangen, Mann! Danke fürs Zuschauen. Unten gerne mal alle den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schreibt mir ein nettes Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao und reingehauen.